Gleichzeitig können sie nicht hier runter und dann hier rein, dafür haben wir die Gitter hingestellt. Hier waren wir noch nicht, ne? Und da ist ein Hundehütter. Shitty. So, jetzt muss ich mir wieder überlegen, wo wart jetzt? Wo wart jetzt? Verdammt. Ja, in die Richtung. Wo war? Da. Wenn wir das hier gleich ein bisschen breiter machen, dann sollte man sehen. Dann wucht das auch. Ist jetzt so die Frage, wie hoch? Machen wir 5 hoch, machen wir 7 hoch. Ich tendiere zu 7 hoch. Wichtig ist immer eine ungerade Zahl. Ich glaube, ab 5 hoch können sie sich das stapeln. Also die Zombies würden gerne auf die Schultern der anderen Zombies steigen. Das wäre dann 4 hoch. Dementsprechend wären wir bei 5 auf der sicheren Seite. Aber ich stehe auf sicher. Also machen wir 7. Okay? Aber wie gesagt, ihr könnt das dann gleich alles gucken im Zeitraffer. Ich hoffe, das geht gut. Und dann ist dran. Oh, da bin ich wieder zurück. Ich stelle gerade fest, ich habe ein mächtiges Problem. Ich habe Aufnahmefehler gemacht. Es tut mir schrecklich leid. Das heißt, ich erzähle jetzt einfach, was passiert ist. An Tag 13 kam noch ein Airdrop, den haben wir geholt. Da haben wir hier diese selbstgebaute Schrotflinte rausbekommen. Noch ein paar andere Bücher hier zum Erlernen. Wir können jetzt auch Eisensachen bauen, wisst ihr, Eisenwerkzeuge, Stufe 3. Und so, ansonsten wiederhole ich einfach nochmal alles, was ich gesagt habe. Ist ja kein Problem. Also, wir stehen unter Zeitdruck, jetzt doch mehr als denn je. Und ich habe jetzt mal hier was vorbereitet. Und zwar habe ich hier ein paar Luken. Die sind dafür, wenn wir später so weit sind, dass man Molotow-Cocktails, wisst ihr, und so Bomben und was weiß ich was, Granaten etc. runterwerfen können, dass wir die dann tatsächlich hier runterwerfen können. Ich will dann da noch upgraden. Bitte, danke. Und das hier. Danke. Ja, ich bin auch stark am Upgraden hier, wie ihr seht. Wir sind da noch nicht fertig. Was fehlt jetzt wieder? Ah, Zement. So. Das hier noch. Und das da noch. Und das hier sowieso. Mit Kombination damit. Und jetzt sind wir auch schon gleich damit fertig. Das hier gerade noch aus Holz. So, wunderbar. Also dafür sind die Luken gut. Jetzt habe ich mir noch gedacht, wenn wir jetzt hier noch einen Käfig hätten, dann könnten wir, wisst ihr, dann könnten wir hier draußen stehen mit Pfeil und Bogen hier schon mal abwehren oder mit Waffen später. Und gleichzeitig könnten wir auch von hier noch runterwerfen. Wenn wir hier vorne dran kommen, wisst ihr, dann hätten wir hier noch eine Luke. Ich denke, das ist ein Konzept, das würde ich gerne jetzt noch etwas ausbauen. Aber dafür haben wir eigentlich absolut gar keine Zeit. Also, wir stehen so dermaßen unter Zeitdruck, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann, wie sehr wir unter Zeitdruck stehen. Und ich denke, das hier sollte reichen zum Werfen. Ja, da muss ich jetzt mal gleich noch gucken. Ich zeige euch mal weiter die Rampe, weil die habe ich euch zwar schon gezeigt. Und ich hatte da noch ein ganz tolles Beispiel mit dem Till, weil der kam da gerade. Und da konnte ich ja zeigen. Aber das ist jetzt alles nicht aufgenommen worden, deswegen Schande über mein Haupt. Also das Konzept ist folgendermaßen. Oh, die Zombies kommen hier von Süden, gehen hier rüber, hier hoch und dann hier hoch. Ich habe hier, vielleicht kann man nochmal sehen, wenn ich das doch mal neu mache.
So, hier habe ich die kleine Rampe noch drauf gebaut und dann sind hier Platten. Lalalala. Warum? Weil hier unten haben wir dieses Gitter. Mein Gedankengang ist nämlich, wenn Sie dieses kleine Stegstückchen kaputt machen, dann würden Sie direkt runterfallen. Aber dadurch, dass wir darunter jetzt noch dieses Gitter da haben, fallen Sie nicht direkt runter. Deswegen hatte ich dann diese Erhöhung gemacht mit diesem Stegi da drüben. Darüber. Gleichzeitig ist es aber dann so, wenn diese Platte jetzt nicht bestehen würde, dann wären sie. Ja, bin eben runtergefallen, bin verstaucht. Also mein Bein, aber auch im Kopf bin verstaucht, aber ist egal. Auf jeden Fall, dann hätten sie hier eine kleine Hubbel, über die sie gehen müssten. Deswegen habe ich dann hier noch eine Platte draufgesetzt. Und um die wiederum abzuschrägen, wieder, um das fließenden Laufsteg zu haben, habe ich wie gesagt dann hier die Schräge noch eingebaut. Falls ihr euch fragt, warum hier so eine Hubbel ist. Jetzt. Versteht ihr es hoffentlich? Ja, gleichzeitig können sie auch hier hoch und runter. Das hier habe ich schon spitz zugebaut, damit sie hier vielleicht wieder den Weg finden, ja, und sich jetzt hier dran vielleicht aufhalten. Gleichzeitig haben wir unten noch Treppen, ja, die muss ich auch noch ausarbeiten. Wieso haben wir denn keinen Stein? Achso, doch, haben wir. Alles gut, keine Panik, alles super. So, das tun wir gerade noch ganz schnell upgraden, so diesen hier und da. Ah. Ich mag das, wenn ich so unter keinem Stress stehe. Das finde ich gut. Das macht mich entspannt. Ja, da bin ich tiefenentspannt, wenn ich weiß, hey, das ist jetzt 2:30 Uhr. Um 10 Uhr geht wieder Big Party los. Da kommen wieder die ganzen Gäste und ich habe noch nichts vorbereitet hier. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ja, super. Hier leveln wir auch massig, weil ich bin die ganze Zeit hier am Upgraden. Und dadurch leveln wir natürlich sehr gut. Hier die Treppen sind dafür gedacht. Jetzt nicht für Hunde. Das tut mir leid. Das ist jetzt sehr hundefreundlich. Aber ich kann ja hier so ein Töpfchen mit Wasser hinstellen. Aber die anderen, die können hier hochklettern, wenn sie jetzt von der Ostseite kommen, um dann hier hochzukommen. Wisst ihr, weil wenn ich hier eine Rampe bauen würde, das wäre zwar auch gegangen, aber die sehe ich eh nicht. Hier die Rampe dagegen, die kann ich nutzen hier, um hier durchzuschießen, um sie vielleicht schon ein bisschen aufzuhalten. Ja, das ist jetzt so die Idee dahinter. Also das Konzept steht. Ob es funktioniert, das ist eine andere Frage. Deswegen machen wir das Thema gerade noch schnell aus Stein. Und dann hoffe ich, dass wir morgen Abend dann die Hordennacht erleben. Also heute, ihr wisst, wie ich meine. Und das hier tun wir noch upgraden und das da vielleicht noch und hier noch. Und da noch haben wir noch genügend. Ja, ein bisschen noch, aber wir brauchen eigentlich noch Stein für hier. Also das hier steht auch, das ist okay. Das hier gefällt mir natürlich nicht. Gefällt mir natürlich gar nicht, dass das hier so offen noch ist. Gleichzeitig glaube ich jetzt nicht, dass ich das hier noch alles ausgraben kann und hier ausgraben kann. Man könnte ja mal versuchen, ne? Oh, das müssten wir noch reparieren. Moment. Reparieren, reparieren. Genau. Ich gucke jetzt mal, wie weit ich jetzt noch komme. Konzept steht, wie gesagt, hier auf der Seite. Würde ich auch auf der anderen Seite machen. So ein Käfig, um dann von hier auch zu stehen. Dran kommen sie ja jetzt nicht an uns. Sie müssen also den einzigen Weg, der zu uns führt, ist die Rampe hier. Anders geht es für die nicht. Gleichzeitig können sie nicht hier runter und dann hier rein. Dafür haben wir die Gitter hingestellt. Das ist die Schutzgitter. Und dadurch habe ich mich auch eben mit Bein verstaucht, weil ich das ausprobiert habe, ob man von hier nach da kommt. Und man kam von hier nach da. Also war man dann hier in der Lücke drin und konnte hier sich vielleicht durchschlagen als Zombie. Das wäre doof. Ergo, habe ich dann hier mal die Gitter hingemacht, dann war es gut, aber das Bein war verstaut. Aber jetzt ist es doch schon wieder heile, geht ja schnell. Und hier, ja, hier ist die Leiter. Die brauchen wir natürlich, für hochzukommen. Gleichzeitig kommt da noch eine Stahltür hin, wenn wir so weit sind. Bis da noch eine einfache Tür. Ich würde sagen, die bauen wir auch mal gerade direkt. Haben wir mal gerade eine Tür am Start. Und eine Tür, eine Tür, eine wunderschöne Tür. Hier die Tür, die ist doch schon schön, die ist toll, die nehmen wir. Verkauft. So, dann machen wir gerade die Shotgun hier weg. Legen die Tür hier hin. Und platzieren die dann hier hin. Wundervoll. Ja, so. Das ist jetzt schon mal ein bisschen gesicherter. Hier muss ich jetzt überlegen, ob ich den Käfig bis nach hinten baue oder nicht. Muss man mal gucken. Hier habe ich eine Schräge eingebaut, damit wir hier nicht ganz so direkt, wisst ihr, unterm Dach sind. Gleichzeitig ist das hier okay. Machen wir noch eine Luke für nach oben. Für auf dem Dach, für die Geier, wisst ihr, so eine Art Falle auch zu bauen. Ja, und hier kann man jetzt aufklappen. Da haben wir ein bisschen mehr Freiheiten. Und gleichzeitig, falls unten ein Spucker kommt, können wir aber auch hier zumachen. Und vielleicht auch hier, wisst ihr, dann sind wir. Ja, genau. So werden wir geschützt vom Spucker. Oh, das ist grandios. Das ist eine ganz gute Idee. Doch, habe ich mich selber überrascht. Hihi. Gut. Ich denke, das ist soweit okay. Hier können wir durchschnetzeln. Ne? Hier können wir. Nee, oh. Nein, das ist nicht gut. Warum können wir hier nicht durchschnitzeln? So könnte es gehen, ne? Wenn wir ein bisschen Abstand machen. Da weiß ich nicht, ob wir den Hund treffen. Muss mal gucken. Ansonsten muss das hier geändert werden. Was habe ich jetzt kaputt gemacht? Ah, das Außenstück. Oder?
Was hab ich jetzt kaputt? Irgendwas hab ich doch kaputt gemacht. Moment. Ah! Das hab ich kaputt gemacht. Okay, das ist gut. Dann sind wir ja durchgekommen. Dann hab ich nichts gesagt. Gut, jetzt beruhigen wir uns alle mal. Ja, ich grade das hier jetzt noch wunderschön ab. Mach mir hier ein Konstrukt, das hier kommt wieder weg, weil wir müssen ja die Gitter hinmachen. So, danke. Ich denke, die Decke hier ist okay. Wir könnten die natürlich auch Hälfte Block machen. Dann hätten wir ein bisschen mehr Luft. Aber dann beißt das sich wieder hier mit. Deswegen, ich denke schon, dass wir hier einen dicken Block machen. Vielleicht später auch noch mit Gitter, um nach oben zu gucken. Gleichzeitig wollen uns dann die Geier von oben auch angreifen. Ah, muss ich überlegen. Ich muss überlegen. Ich habe ja noch ganz viel Zeit. Ich meine, es ist jetzt erst 4 Uhr. Gitter ist gleich los. Deswegen, ich gucke. Ich gucke, ihr habt das jetzt gesehen. Soweit sind wir jetzt. Konzept steht, ja. Als andere muss ich jetzt auch vorbereiten. Der Garten, habe ich den Garten eben gezeigt? Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das auf Aufnahme habe oder nicht. Ich glaube nicht. Muss ich euch zeigen. Ist wunderschön. Können wir auch mal gerade gucken, ob wir da noch was upgraden können. Weil hier, guckt euch mal den Garten an. Oh, trinken. Moment, hier, guckt mal. Es wächst. Oh, wartet. Wartet, da können wir das doch jetzt schon abschlagen. Achtung. Ja, sehr gut. Und wir haben einen Samen bekommen. Das heißt, den Samen parken wir direkt wieder hier rein. Wundervoll. Hier haben wir Kaffee. Oh, wie schön Kaffee. Oh ja, Kaffee. Frühstückskaffee. Park den hier wieder unten und wieder rein. Und wieder Heidelbeeren. Okay, ihr wisst das Prinzip. Ihr versteht es. Das ist gut, super gut. Dann hier wieder rein. Und wo haben wir die Heidelbeeren? Oh, das ist super. Und dann ist das hier farblich sehr schön hier vor dem Mausoleum. Sehr gemütlich, einladend. Hier noch Tau. Oh, sehr gut. Rein, rein, rein. Und wieder produzieren. Wir brauchen schließlich Wasser. Und hier... die Yucca-Pflanze. Die machen wir auch weg. Was ist das? Ah, das Yucca-Frucht. 4-mal. Oh, super. Oh, jetzt bin ich begeistert. Wo haben wir jetzt Yucca-Samen? Haben wir noch Yucca-Samen rausbekommen oder nicht? Ich sehe kein Yucca-Samen. Seht ihr Yucca-Samen? Ich sehe kein Yucca-Samen. Das heißt, wir müssten eigentlich daraus wieder Yucca-Samen ziehen. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Rezepte? Yucca? Geht nicht? Shitty. Samen. 2 von 8. Oh. Na gut, dann können wir jetzt hier keinen Yucca-Samen hinmachen. Das tut mir dann leid. Okay, gut, dann halt nicht. Kürbispflanze scheint schon fertig zu sein. Genauso wie die Kartoffelpflanze. Machen wir gerade alles weg. Dann verstauen wir das gleich. Hopfen, super. Und Chrysanthene. So, die sind jetzt fertig. Was haben wir? Wir haben Samen für Mais. Sofort hin. Was ist das? Hopfenblume? Auch Hopfen? Ja gut, komm hier für die Biertrinker unter euch. Sehr gut. Und was haben wir noch bekommen? Oh, Kartoffelsamen. Sehr gut. Dann pflanzen wir das gerade ein, was wir da rausbekommen haben. Alles andere. Oh, 18 Kürbis. Wow. Sehr schön. Ja, das ist super. Dann parken wir das ganz, ganz schnell. Mal gerade hier in die Kiste. Und zwar das. Wir tun später Bäumchen pflanzen wieder. Haben sehr viele Bäume zerlegt. Das tut mir leid. Ich lasse bald wieder einen Baum pflanzen. Waldpflanzen, also mit Bäumen, wisst ihr? Ach, ich bin so nervös. Wir müssen uns so beeilen. Nein. Hier, Holz, rein, rein, rein. Bumm. Wasser, Rezepte, flupp, dupp. Okay, kann jetzt erstmal brennen. Hier, das schmeißen wir auch noch hier rein. So. Die Shotgun ist gut, die können wir direkt behalten. Pfeile machen wir uns jetzt noch direkt mal. Hier so Steinpfeile, bumm. Ja, schön. Essen könnten wir uns auch noch zubereiten. Wo wir noch 4... haben. Wir haben noch. Wir haben noch. Das ist okay. Das ist okay. Packen wir das mal so. Ich hole jetzt schon mal. Ich bereite schon mal so ein bisschen vor. Wisst ihr, was ich meine? Damit wir hier so ein bisschen Sicherheit haben. Noch ein Bier holen wir noch mit. Ja, klar. Das wird dann vorher getrunken. Da gibt es Remi-Demi. Gipsverband weiß ich jetzt. Glaube ich, brauchen wir jetzt hoffentlich nicht. Was ist das? Nahkampfschaden holen wir auch noch mit. Gleichzeitig können wir das hier mal gerade verstauen, weil wir das nicht brauchen. Ja. Okay, 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 okay. Gut. So, also so ist der Plan, so sieht es aktuell aus. Ich hoffe, oh nein, es ist 17 Uhr, es ist 17 Uhr. Aber Sebi hält sich mit dem Garten, mit Gartenarbeit auf, das ist gut. Okay, ihr wisst jetzt den Stand der Dinge, so belasst man jetzt, das wird episch, sollt mal sehen. Ich hoffe, das wird gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich wünsche euch noch eine wunderbare Zeit, was auch immer das bedeutet. Ich muss weitermachen, auf Wiedersehen, tschüss. So, jetzt aber hinne. Ich habe jetzt gar keine Zeit für tschü, ich habe nur Zeit für tschü. Weil ich muss ja hier sofort weitermachen mit diesen blöden Platten hier. Und überhaupt, wenn man das hier auswählen.